Was sagst du zu anders an Lust? Die Frage habe ich schon. Hast du keinen Foul? Die Frage habe ich schon vorhin bekommen. Und ich finde, Damian hat übelst gut gespielt. Welcher Damian? Ja, wie gesagt, ja, was soll ich dazu sagen? Da gibt es nicht viel zu sagen. War ja nur eine Frage Zeit, bis er verliert. War ja klar so. Also einer auf den. Das habe ich vorhin auch schon gesagt. Irgendwann ist er mal die Zeit, Digga, dass der überhaupt 500 geschafft hat, Digga. Was ist das denn? Ich bin ja mit 17, sag ich mal, in den E-Sports gekommen. Und du hast halt. Und bei mir ging es auch ziemlich schnell mit dem Erfolg. Und was ich nur sagen kann, Digga, dass ich riesigen Respekt habe vor seiner Leistung in erster Linie. Aber vor allem hoffe ich, aber ich glaube, da ist er auch auf einem guten Weg, was ich so höre, dass der sich nicht runterkriegen lässt von den ganzen Hate-Kommentaren. Weil so selbst ich mit 17 damals, Digga, das ist so komplett neu. Jeder schaut, also viele schauen auf dich in der Branche und so weiter und so fort. Du hast Druck und keine Ahnung, hast du einen Namen für dich gemacht, dann ja, kommt ein bisschen Erfolgsdruck und so weiter und so fort. Und da kann ich nur sagen, Respekt auf jeden Fall, wie das bisher gehandelt hat und dass er den Druck standhält, weil ich weiß es halt, wie es ist oder wie sich das anfühlt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich meine, wie alt ist der? 14? Digga, der ist ja sogar noch 3 Jahre jünger als ich damals. 14, Bruder. Das sind richtig krasse Jahre so in der Entwicklung her und so. Digga, mit 14 war ich noch so ein richtig kleines Kind im Kopf. Und da habe ich auch viel Scheiße gebaut. Also im Sinne von Scheiße gebaut, halt viele Witze gemacht. So. Und das ist eine seriöse Branche, sag ich mal. Wenn du dir hier irgendwie was erlaubst und das Internet vergisst nie, wie ihr wisst. Ne? Aber ich habe ja den gleichen Berater wie anders und er ist sehr, sehr gut aufgehoben. Das kann ich euch versichern. Wir sind ja bei der gleichen Berateragentur. Viele Leute, die es nicht wussten. Deswegen, da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber charakterisch sollte sich schon nichts ändern. Das ist jetzt deine Meinung. Wie gesagt, er ist gut, ihr habt geschrieben 15. Mit 15 kann er auch noch sehr, sehr viel lernen. Wenn dir irgendwas nicht gefallen hat, irgendwelche Verhaltensmuster oder so, da hat er noch sehr, sehr viele Jahre Zeit, eben sich da anzupassen, whatever. Ich glaube, mit 15, ja, waren wir alle noch so ein bisschen mehr oder weniger in der Selbstfindungsphase, also wie man es auch immer nennen will. Ich glaube, ihr versteht schon, was ich sagen möchte. Man sollte nicht alles so auf die hohe Waage legen. Und ich sage euch mal ganz unter uns, Digga. So, ich habe es natürlich auch mit Eli mitbekommen und so weiter, was da passiert ist. Aber ich sag mal, der Größteil der Leute haten ihn einfach. Weil sie mit 26 so verbittert sind, dass ein 14-Jähriger besser spielt in der Weekend League, als sie es jemals in ihrem Leben machen werden. Und die Leute dann einfach richtig, richtig, richtig neidisch sind. Die Leute, die neidisch sind. Oder die Leute, die, keine Ahnung, mit 19 noch nicht so eine Ergebnisse geholt haben. Das sind einfach alles Neider, Mann. Alles Neider. Die kriegen es selber nicht gebacken, dann müssen die haten, Digga. Ist immer so. Und ich rede jetzt nur vom Spielerischen, ne? Du musst dir mal vorstellen, Digga. Du versuchst die ganze Zeit in der Weekend League irgendwas zu reißen. Du steigerst dich richtig rein, dann kommt so ein 14-Jähriger und fickt alle Mütter, Digga. Natürlich bist du auf den Sau. Wie kann das sein, Digga? Also, das heißt natürlich, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Einfach mal chillen, Digga. Gönnt ihm. So, Verhalten hin oder her, Digga. Der Junge ist 14 oder was. Kann noch viel lernen, wird noch viel lernen. Ja, so sehe ich das. Und ich habe darüber jetzt auch nur gesprochen, weil mich da jemand drüber gefragt hat. Normalerweise so ein Thema von sich aus, also das Thema an sich von mir zu starten, würde ich niemand nicht machen, Digga. Hab's jetzt nur gesagt, weil mich jemand gefragt hat. Ich kann nur sagen, das hat es auch wieder gezeigt. FIFA hat mit Abstand die toxischste. Also wirklich vom Toxic Level 10 von 10, die schlimmste Community, was Toxic betrifft. Das hat wieder das gezeigt. Und eben, das ist nicht so geil, Digga. Ich weiß, League of Legends und so hat auch keine gute Community. Sind auch viele Leute drin, die toxic sind, aber in FIFA, Bruder, boah, in FIFA ist echt heftig, Digga. Damit musste ich auch erstmal klarkommen. Aber mittlerweile, Digga, ich bin 22, weißt du, ich meine. Ich bin seit 5 Jahren in dieser Industrie drin, in der Branche. Ja.